Wer wissen will, was in der Welt geschieht, verlässt sich immer öfter auf das Internet. Facebook, Google und YouTube ersetzen für viele Menschen schon längst TV-Nachrichten und Tageszeitungen. Doch nur wenige ahnen, welche Nachrichten ich dort finde, das bestimme ich nicht selbst, sondern die Betreiber der sozialen Netzwerke und Suchmaschinen. Denn deren Seiten sind so programmiert, dass vor allem solche Nachrichten angezeigt werden, die zu den eigenen Vorlieben passen. Die Informationen werden gefiltert. Die Podcasterin Nele Heise erforscht, wie diese Filter funktionieren und so unsere Sicht auf die Welt beeinflussen. Ihr Ziel? Wir müssen mehr über die Abläufe wissen, über die Prozesse allgemeiner, nicht so im technischen Detail, und natürlich auch über die Akteure, die da involviert sind. Denn diese Filterprozesse sind problematisch. Sie sorgen dafür, dass alle nur einen Ausschnitt des Internets sehen. Inhalte, die die User oder ihre Freunde gut finden. Damit sich alle in ihrer individuellen Filterblase auch wohlfühlen. Eben wie unter guten Freunden, wo alle dieselbe Meinung haben. Die Gefahr? Ohne unpassende, konträre Meinungen keine Debatte. Und kein Dazulernen. Filterblasen führen vielleicht dazu, dass wir alle nur noch in kleinen, isolierten Öffentlichkeiten uns befinden. Es wenig gemeinsame Grundlage für öffentlichen Diskurs beispielsweise gibt. Und wenn ich nur noch auf bestimmten Plattformen mich informiere, habe ich möglicherweise eben eine verzerrte Vorstellung davon, was in der Welt vor sich geht. So berechtigt solche Warnungen vor den digitalen Scheuklappen auch sein mögen, für den Internetunternehmer Christoph Kappes zielt die Kritik an den Filterblasen in eine falsche Richtung. Er verteidigt die Bedeutung und den Nutzen von Filterprozessen in den Medien. Er sieht in der Debatte um die Filterblasentheorie ein grundsätzliches Problem ausgeblendet, dass wir unmöglich das komplette Netz lesen können. Die Informationsmengen verdoppeln sich ständig. Dadurch gibt es eine Notwendigkeit, dass man eben eine Informationsselektion macht. Ich glaube auch, dass das im Verhältnis zu klassischen Medien eigentlich ein normaler Vorgang ist, weil klassische Medien an vielen Stellen Selektionsvorgänge machen, die sie nicht transparent machen. Und richtig, auch Offline-Medien arbeiten mit Filtern. Zeitungen und Verlage bestimmen, was wir lesen, Plattenfirmen, was wir hören. Neu ist, Facebook und Co. sind die Gatekeeper der digitalen Ära. Und vielleicht viel mächtiger, als es Verlage je waren. Und sie sind schwerer zu durchschauen, zu kontrollieren oder wenigstens zu verstehen als die Bild-Zeitung. Die gute Nachricht? Die Interessen der Menschen sind heute vielfältiger als je zuvor. Genau wie das Angebot an Informationen im Netz, weiß die Kommunikationswissenschaftlerin Saskia Sell. Und durch das Internet hat man eben die Möglichkeit, sehr schnell, sehr einfach und auch sehr günstig noch an eine Vielzahl von Informationen zu kommen. Es ist eben, man muss es wollen. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Die eigene Filterblase zu sprengen oder zumindest anzupieksen, die eigene Sicht auf die Welt möglichst offen zu halten, diese Verantwortung trägt also jeder selbst. Im Internet findet man alle Informationen, wenn man danach sucht. Man kann die Suchmaschine wechseln oder die Facebook-Seiten von Menschen besuchen, deren Meinung man nicht teilt. Und so offen bleiben für Neues. So wie auch Nele Heise. Sie pickt sich aus unterschiedlichsten Quellen einzelne Inhalte heraus und erstellt daraus ihr eigenes Programm. Sie weiß, für eine fundierte Meinung braucht man möglichst viele Informationen. Und manchmal sind es gerade die Argumente der Gegenseite, die die eigenen Ideen erst ins Rollen bringen. Viele Leute haben, glaube ich, diese Haltung, ich kann mir selber mein Programm zusammenstellen, noch gar nicht so verinnerlicht. Podcasts, da ist das ja ganz, ganz klar der Fall. Also da werden häufig Nischeninteressen bedient und da baut man sich seine Hörerschaften auf. Filterprozesse gibt es überall, offline wie online. Wer ausschließlich Facebook oder Google News nutzt, erhält auf sein Profil zugeschnittene Informationen. Das sollte jeder Internet-User wissen. Aber das Internet ist kein eingezäunter Raum. Nie gab es mehr Nischenangebote als heute. Und vor allem besteht das Internet nicht nur aus Filterblasen. Es liefert die passenden Werkzeuge, um diese Filterblase zum Platzen zu bringen, gleich mit. Benutzen muss diese aber jeder User selbst.